Servus Leute zu einem weiteren Modding Tutorial auf diesem Kanal. Und heute geht es mal darum, wie man KI Vorschaubilder ändert. Das hat sich vor kurzem ein Zuschauer gewünscht und deswegen werde ich das in diesem Video mal erklären. Gut, was ihr dazu alles braucht, ist zum einen ganz klar Stronghold Crusader. Zum anderen das Programm Stronghold Image Toolbox. Dazu werdet ihr auch einen Link zum Download in der Videobeschreibung finden. Und zuletzt noch ein Bildbearbeitungsprogramm, wie zum Beispiel Photoshop, GIMP, das benutze ich, das ist auch kostenlos, oder sonstige Bildbearbeitungsprogramme. So, womit wir als erstes anfangen, ist den Stronghold Image Toolbox in unser Stronghold Crusader Verzeichnis reinzuziehen. Und dann zu öffnen. So, und jetzt kommt als erstes erstmal ein Fenster, wo drin steht: Please select Stronghold or Stronghold Crusaders Root Folder containing the GM Folder and the GFX Folder. Da müsst ihr im Prinzip einfach nur zu eurem Stronghold Crusader verweisen. So. Und dann auf Bestätigen. So. Und jetzt öffnet sich das Programm und genau, wir gehen hier als erstes mal auf GMI1 auf der linken Seite und scrollen runter bis zu Interface-Icons2.gm1. Wenn man einen Doppelklick drauf hat, dann lädt das Programm die ganzen Texturen und Grafiken rein vom Spiel. Hier könnte man auch wunderbar andere Sachen verändern, wenn man möchte, aber uns geht es hier jetzt erstmal nur um das KI-Vorschaubild. Und wenn man hier ein bisschen runter scrollt, dann sieht man auch die KI-Bilder. Und was wir jetzt als erstes machen, ist uns das Bild auszuwählen von der KI, wo wir das Bild ersetzen wollen. So. Genau, auf die machen wir jetzt einfach mal einen Klick. Und dann gehen wir auf Edit. Und dieses Bild müssen wir jetzt erstmal auf unserem PC lokal speichern. Dafür gehen wir auf Next Save. Und genau, er hat schon den richtigen Ordner rausgepickt. Und es muss hier als Bitmap gespeichert werden. Und Dateiname nehme ich jetzt einfach mal Schwein. Und 72. 72 ist die Pixelanzahl, denn es gibt hier noch ein zweites Bild. Und dann gehen wir einfach mal auf Speichern. So, das können wir dann schließen. Das ist quasi das Bild, das euch angezeigt wird, wenn ihr die Charakterauswahl in einem Skirmish habt. Oder auch in-game wird es euch angezeigt. Aber es gibt noch ein kleineres Bild, wenn man ein bisschen weiter nach unten scrollt, wo dann nochmal das KI-Bild aufzufinden ist, allerdings mit einer mit 36 auf 36 Pixel. Und genau, dieses muss natürlich genauso verarbeitet werden. Dieses Bild wird dann angezeigt, wenn man zum Beispiel im Skirmish seine KI ausgewählt hat und auf der Map platziert hat. Und wenn man dann über die Map drüber fährt, beziehungsweise über die KIs, wo man eingefügt hat, dann werden ja diese auf der Map angezeigt. Und dafür wird dann quasi dieses Bild benötigt. So, hier gehen wir genauso vor. Wir gehen wieder auf Next Save und speichern es diesmal als Schwein, aber statt 72, 36. Das mache ich übrigens nur, damit ich die beiden auseinanderhalten kann. Ihr könnt sie natürlich benennen, wie ihr wollt. So, dann können wir das ausschließen. Und genau, dann gehen wir jetzt auf unser Bildbearbeitungsprogramm. In meinem Fall ist es GIMP und hier seht ihr ein Bild von Hand of Blood. Den will ich quasi, dieses Bild will ich quasi als KI-Bild verwenden. Der soll quasi das Schwein ersetzen. Und bevor wir damit anfangen, laden wir uns aber erstmal das Bild rein, das wir soeben gespeichert haben. So war das bei mir. Ich denke auf Spiele. Nein, ich bin schon falsch. Ich kenne mich auf meinem Computer nicht aus. Hilfe. Ah ja, hier war es. Genau. Öffnen und dann erstmal
72, so. Genau, und hier ist es jetzt wichtig, wir wollen von diesem Bild eigentlich nichts behalten, das soll nur die Vorlage sein, damit wir unser Bild, also in meinem Fall das Bild von Hand of Blood, richtig anpassen. So, und deswegen müssen wir alles vom Schwein jetzt erstmal rauslöschen, bloß wichtig ist, dass der Rand beibehalten wird. So, kleiner Schnitt, weil ich unterbrochen wurde. Genau, wir waren stehen, wir sind da stehen geblieben, dass wir alles rauslöschen wollten. Und bei mir geht es am schnellsten mit der Funktion rechteckige Auswahl. Da wählen wir dann einfach vom einen bis zum anderen Eck alles aus. Wichtig, wie gesagt, der Rand muss da bleiben. Und entfernen diesen. So, dann füllen wir noch die weiße Fläche mit unserem Hintergrund aus, also der Klassiker, es kommt mal wieder wie Werbung. Ja, Mann. Genau, wir müssen jetzt quasi den Hohlraum bzw. die weiße Fläche ausfüllen mit dieser lilanen bzw. pinken Farbe. Die funktioniert quasi wie ein Greenscreen, bloß dass es halt pink ist. Ja, genau, dann wären wir dahingehend fertig. Und jetzt machen wir Folgendes. Genau, wir machen das jetzt erstmal mit dem Bild für 36x36 Pixel. Dann haben wir das auch gleich. Genau. Und weg damit. Und wieder ausfüllen. So. Und jetzt gehen wir auf unser Bild. Und hier ist es jetzt wichtig, weil ihr man hat ja bei dem Bild noch einen Hintergrund, den man nicht haben will, weil wir ja diesen einfarbigen pinken Hintergrund haben möchten. Und deswegen schneidet man die Kontur aus. Bei mir geht das mit freier Auswahl. Und kopieren uns dann das raus. Steuerung X zum Beispiel, Steuerung C wird auch funktionieren und fügen uns das dann ein. Jetzt sieht man natürlich, ist das viel zu groß, das heißt, wir müssen unser Bild noch skalieren. In GIMP funktioniert das mit Skalieren. Hier ist es auch wichtig, das Verhältnis beizubehalten, sonst verschiebt ihr das Bild blöd. Das ziehen wir uns dann, wir könnten es eigentlich auch gleich so machen, dass wir hier direkt als Höhe, sagen wir mal, 70 eingeben. Dann sollte das schon einigermaßen passen. So. Ja, ein bisschen kleiner muss es noch werden. Sagen wir mal, Breite 68. Eins zu weit. 69. Natürlich ist es 69. Es musste ja so sein. So, das schieben wir uns dann noch passend hin. Jawohl. Genau. Und dann wären wir damit schon fertig. Das können wir dann exportieren als, ganz wichtig hier wieder, eine Bitmap zu verwenden als Dateiformat. Hier ist es ja schon, falls nicht, einfach .bmp dahinter eingeben. Dann wollen wir das natürlich noch in den richtigen Ordner speichern. Und ich nenne es jetzt einfach mal Hop Hand of Blood 72. So, exportieren. Na, jetzt. Exportieren. Und das machen wir jetzt auch mit dem hier. Dieses Mal als Breite 34. Sollte hinhauen. Wieder das gleiche Spiel. Das Bild richtig hinschieben.
Und ja, man sieht schon die Auflösung, besonders bei dem 36x36 Pixel großen Bild ist jetzt nicht die beste, aber da die ja sowieso jetzt wenig Beachtung kriegt, sage ich jetzt mal, finde ich, ist das weniger dramatisch. Genau, die exportieren wir jetzt auch. So, wieder unter. Genau. Exportieren. Wunderbar. Dann wären wir von der reinen Bildbearbeitung her fertig. Und jetzt können wir quasi das Bild in unserem Stronghold Image Toolbox austauschen. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit dem Kleinen an. Genau, einfach hier wieder das Bild einmal anklicken, auf Edit gehen und dieses Mal nicht auf Next Save gehen, sondern auf Next Inject. Und jetzt das Bild auswählen. Bei mir war es hier Hop 36. Dann wird es hier noch angezeigt, wie das ausschauen würde und gehen auf Apply, um zu bestätigen. Und jetzt sieht man, dass hier das Bild ausgetauscht wurde. Das machen wir dann auch mit dem großen Bild. Wieder hier auf Apply. Und wenn wir das gemacht haben, können wir einfach auf Save gehen. Dann wird das Ganze gespeichert. Und dann können wir uns das gleich mal anschauen im Spiel. So. Seid gegrüßt, Sire. Die Wüste erwartet euch. Und ja, man sieht schon, das Bild ist hier drin. Ehrlich gesagt, ist mir nicht so gut gelungen. Man sieht hier noch einen lilanen Schimmer drumherum. Es müsste also noch ein bisschen angepasst werden. Wahrscheinlich sind hier die Pixel nicht in genau den gleichen Farbton, also in einem zum Beispiel bisschen helleren Lila oder bisschen dunkleren Lila. Und deswegen hat das anscheinend nicht so gut übernommen. Aber das lässt sich im Prinzip einfach austauschen. Also das ist jetzt quasi das 72x72er Bild. Und das hier wären dann die 36x36er Bilder. Und ja, im Prinzip hat es funktioniert. Wie gesagt, ist jetzt weniger schön geworden. Aber ich glaube, das Prinzip habt ihr Eure Beliebtheit verstanden. sinkt. Und genau, das wäre es dann mit dem Video. Ich hoffe, Ihr euch hat möchtet es euch zum... gefallen. Und genau, falls ihr noch Fragen dazu habt, falls ihr irgendwas nicht verstanden habt oder irgendwas nicht funktioniert hat, könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.